Ihr Sohn musste operiert werden. Lilli Holunder und der ehemalige Nationaltorwart René Adler haben gerade alle Hände voll zu tun. Ihr Sohn musste am Fuß operiert werden und erholt sich nun in den Armen seiner sich sorgenden Eltern. Lange dürften sich Lilli Holunder, 36, und Ex-Nationaltorwart René Adler, 37, mit der Entscheidung herumgeschlagen haben. Ob sie ihren Sohn operieren lassen oder nicht. Nun haben sie die OP beschlossen. Der Zweijährige hat seit mehreren Monaten eine schlimme Entzündung am linken Fuß. Eindrücke aus dem Krankenhaus und dem häuslichen Krankenlager. Dieser wollte und wollte sich trotz unzähliger Fußbäder und sonstiger Heilmittel einfach nicht bessern. Und so entschieden sich die Autorin und der ehemalige Profifußballer dazu, ihren Zweijährigen operieren zu lassen. Ist soweit erstmal alles gut gelaufen? Schreibt Lilli zu einem Bild ihres Kleinen im Krankenbett und von seinem verbundenen Fuß. Jetzt heißt es, irgendwie versuchen, einen Zweijährigen stillzuhalten. Er ist so tapfer und hat das so toll gemacht. Sickt so Holunder weiter. Schwangere Lilli flüchtet von zu Hause. Das mit dem Ruhigstellen ist so eine Sache. Ob 1000 Folgen Sandmann gucken helfen? Punkt. In ihrer Instagram-Story zeigt sich Lilli erschöpft, flüchtet in den Supermarkt, um sich eine Auszeit zu gönnen, in ihrer stets witzig-ironischen Artikel. Dennoch dürfte die Ehefrau von René Adler aktuell wirklich ziemlich müde sein, ist sie doch mit einem weiteren Baby schwanger. Ihr Mann ist derweil mit dem Sohn zu Hause geblieben und versucht, sich auf der Couch auszuruhen. Das klappt wohl nicht ganz so gut, denn wie Holunder in ihrer Instagram-Story weiter schildert, fordert sie Adler, der ihre Story gesehen hat, auf, gefälligst wieder nach Hause zurückzukommen. Immerhin kann das Paar wieder scherzen.